Hallo miteinander, ich zeige euch heute wieder etwas, das ihr nicht verpassen dürft, nämlich den neuen durchsichtigen PlayStation 4 Controller. Ich habe mir einen neuen Controller kaufen, weil mein Alt langsam der Geist aufgeht. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Controller, dann müsst ihr euch die Special Limited Edition holen. Es ist nämlich eine Limited Edition zur 4 von 500 Millionen verkauften PlayStation Konsolen. Sony hat auch eine Special Limited Edition PS4 Pro rausgegeben. Die habe ich leider nicht, ich habe nur den Controller. Aber schon der ist verdammt geil. Ich meine, schaut ihn mal an. Wie schon gesagt, der Controller ist durchsichtig. Dunkelblau, aber durchsichtig. Und wegen dem seht ihr alles, was im Controller abgeht. Ihr seht, wenn ihr den Stick bewegt. Ihr seht aber auch, wenn der Rumble-Motor arbeitet. Alles in allem also ein super Teil. Neben dem, dass es durchsichtig ist, fühlt sich das Material irgendwie auch wertiger und kälter an als die normalen Controller. Klar, es ist immer noch Plastik, aber es fühlt sich irgendwie geil an, wenn man es anlenkt. Der einzige kleine Nachteil, den es hat, Fingerabdrücke. Ihr habt es vielleicht gesehen in diesem Video, man bekommt es einfach nur schwer weg, wenn sie einmal getroffen sind. Aber das tut im Großen und Ganzen nichts zur Sache. Es ist ein wunderschönes Gerät, das Sony da produziert hat. Wenn es euch gefallen hat, dann liket das Video, share it, abonniert, hört unseren Podcast, wenn ihr wollt. Und viel Spass noch auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Lootcast.